Jetzt gibt's für euch die Review zu Annabelle. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Ich rede jetzt nicht die ganze Zeit wie ein Zombie, sondern für euch gibt es jetzt die Review zu Annabelle. Und das ist die Geschichte, die vor Conjuring stattfindet, nämlich wie eigentlich diese Puppe so gruselig geworden ist. Es ist ein Ehepaar und dieses Ehepaar, die sind total glücklich miteinander. Sie kriegen jetzt auch ein Kind und die Frau denkt sich einfach, oh, hier noch eine Puppe, da noch eine Puppe. Doch mit einer, da stimmt etwas nicht, nach einem sehr seltsamen Vorfall bei ihnen zu Hause. Wie das Ganze aussieht und wie gruselig das geworden ist, das gibt es für euch jetzt im Trailer. John, wach auf. Was ist? Nebenan, ich habe einen Schrei gehört. Bleib hier, ich gehe nachsehen. John? Ist alles in Ordnung? Um Gottes Willen, du bist ja voller Blut. Geh sofort wieder rein, das ist nicht mein Blut. Geh wieder rein und ruf sofort einen Krankenwagen. Los! Ich mag deine Puppen. Sie haben es überstanden. Aus solchen Erlebnissen geht man nicht schwächer hervor. Wovor sollten Sie dann noch Angst haben? Das hier ist der letzte, glaube ich. Wie kommt denn die hierher? Ich habe sie doch weggeworfen. Muss was durcheinander gekommen sein. Da, sie passt genau rein. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Dinge, die ich nicht erklären kann. Wir sollten mit jemandem reden. Ich glaube nicht, dass sie von einem Geist heimgesucht werden. Lea! Dämonen benutzen Objekte manchmal als Kanäle. Was soll ich jetzt machen? Beschützen Sie Ihre Familie. Wer bist du? Ich finde ja Puppen allgemein schon super gruselig, da muss gar nicht viel passieren, denn diese Porzellanpuppen, die so einen starren Blick haben, da ist es für mich schon direkt so, oh, da kriege ich ein unangenehmes Gefühl. So auch bei Annabelle, ich meine, man fragt sich auch direkt zu Beginn, was findet die Frau jetzt an dieser Puppe so schön? Die ist gar nicht schön, die ist eigentlich von vornherein gruselig. Was ich beim Film sehr gut finde, dass man eben merkt, okay, Conjuring, das ist die Vorgeschichte. Man will auch hier jetzt keinen hysterischen Splatter-Horrorfilm machen, sondern man gibt sehr, sehr viel Acht auf Atmosphäre und versucht das Ganze auch mit extrem coolen Kamerafahrten und coolen selbstgemachten Effekten aufzupimpen. Das mag ich sehr. Vor allen Dingen mag ich es, dass jetzt auch die Puppe nicht irgendwie auf einmal anfängt so, sondern der Grusel. Dabei ist ja, dass eben da gar nicht viel passiert und dass sie auch immer halt nur im Fokus steht und man aber eigentlich nicht wirklich das Böse sieht eine ganze Zeit lang. Und genau das macht gute Horrorfilme ja aus, dass man das Böse ganz lange nicht sieht, weil dann ist eben dieser Effekt umso größer. Ne? Also wenn man nach 10 Minuten schon was davon sieht, was passiert, ist der Effekt einfach weg. Schauspielerische Leistung ist eigentlich echt gut und gerade auch für Leute, die den Film gerne mal auf Englisch gucken, kann ich den super empfehlen, denn er ist sehr, sehr leicht zu verstehen. Also das muss ich sagen, gerade wenn man da noch nicht ganz so sicher ist, bei dem Film funktioniert das gut. Effekte mag ich auch. Das Einzige, was ich nicht so richtig einstellen will, ist, auch wenn es immer mal zwischendurch gruselig ist oder man aufschreckt, dass man jetzt nicht durchgängig irgendwie so im Kino sitzt, sondern man stellt sich oft die Frage so, ja okay, das erzählst du mir jetzt das 10. Mal, komm doch irgendwie mal zum Punkt und macht den Bogen irgendwie mal ein bisschen geraffter. Ich möchte mich doch irgendwie gruseln. Und das ist ja, obwohl Conjuring viel, viel länger war als Film, hat es da einfach besser geklappt, weil da die Atmosphäre stimmiger war und auch die Geschichte tiefer gegangen ist. Und das fehlt hier so ein bisschen. Das liegt also daran,
dass auch nicht viel erzählt wird. Also am Ende ist man eigentlich gar nicht so viel schlauer. Man weiß halt nur, okay, diese Puppe, und darf ja jetzt nicht spoilern, aber man kennt jetzt halt so ein bisschen Zusammenhang. Aber ich hätte mir da ehrlich gesagt irgendwie eine krassere Geschichte gewünscht, um zu verstehen, warum gerade diese Puppe das böseste Exemplar auf diesem Planeten ist. Also insgesamt ein durchaus ansehnlicher Film, gut gemacht, gut gespielt, aber es fehlt einfach so die gewisse Würze. Aber man kann ihn sich auf jeden Fall anschauen, gerade Fans von Conjuring. Er ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer. 6 von 10 Punkte gibt es von mir für Annabelle. Und den kann man sich gerne mal geben, gerade so abends in der Spätvorstellung, so ein bisschen gruselig. Das Ganze einfach mal so ein bisschen machen, finde ich gut. Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, aber eben kein Meisterwerk. Und wenn ihr euch jetzt fragt, so, hä, warum sitzt denn der da jetzt einfach, ohne einen Kommentar zu sagen, in so völlig seltsamer Montur, das ist nicht mein neues Set. Ich kann das schon mal anteasern, es sich lohnt sich doppelt und dreifach. Es lohnt sich sowieso immer, Sendertime mal vorbeizuschauen. Ganz unten links verlinkt, noch nicht in diesem Outfit, aber bleibt da mal dran, dann seht ihr bald mehr. Oder ihr checkt einfach ein Video. 10 Filme, die man gesehen haben muss, Drama, hier unten rechts. Dann habt ihr auch sehr viel Spaß. Wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.